Tag 4. Wir sind in Debrecen gelandet und jetzt keinen Bock mehr auf den Serious Shit. Ich habe keinen Bock auf den Serious Shit, deswegen haben wir jetzt beschlossen, uns zu trinken, nachdem wir 40 Kilometer hingefahren sind. 40, aber ganz schön schnell. Schnell, innerhalb von gefühlt einer halben Stunde. Ohne Rückenwind. Ohne Rückenwind. Das ist Tag 4. Die Stimmung war heute Morgen, auch nachdem wir hier angekommen sind, ziemlich auf dem Tiefpunkt. Sehr schlecht. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir de facto in dieser Stadt nicht wegkommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben festgestellt, wir haben uns mit unserer Planung ein bisschen... Nur ein bisschen. So ein bisschen überschätzt. Also es ist de facto nicht möglich, innerhalb der Zeit, die wir haben, mit dem Fahrrad nach Odessa zu fahren von hier aus. Außerdem war uns langweilig. Und Gegenwind, Langeweile. Also die Kuscha ist aber echt schön, aber... Unendliche Weiten. Unendliche Weiten. Viel Wind, nichts anderes. Nee. Keine Menschen. Nach 10 Minuten, Viertelstunde richtiger Frustration hier im Hauptbahnhofsgebäude in Debrecen haben wir uns dazu entschieden, den Tag hier zu beenden und uns einen schönen Zeltplatz mit Schwimmpool zu suchen. Und Therme. Und Therme. Und wollen dann morgen 70 Kilometer nach Oradea zu fahren. Mhm. Das ist eine Grenzstadt. Und in Rumänien. Und wollen dann von da aus mit dem Öffentlichen wahrscheinlich weiter nach Klausburg. Klausburg. Dusch. Und von da aus dann halt eben so weit mit dem Fahrrad weiter. Durch die Karpaten durch. Wir können vielleicht Fahrräder. Also der jetzige Plan, der sich natürlich wieder ändern wird, wäre dann irgendwie so weit zu kommen mit dem Fahrrad und im Notfall die Fahrräder loszuwerden. Man scheint, wird der Benjamin gesagt, in den Müll ändern. Das kann man eigentlich sagen. Wir müssen das Video neu anfangen. So ein ganzes Video-Cut. Müll ändern.